Hallo! Leute, das ist mal wieder passiert. Ich habe eine neue wunderschöne Maschine in der Werkstatt, um die es heute in diesem Video gehen soll. Und zwar ist es eine wunderschöne Abrichthobelmaschine. Ganz genau. Also, streicheln kann ich es noch nicht, weil noch viel zu viel Vogelkacke oben drauf ist. Im heutigen Video werden wir die einmal frisch machen. Ich werde vor allen Dingen auch so ein bisschen auf die Messerwelle eingehen, weil es da wahrscheinlich auch ein bisschen Nachfrage noch geben wird. Da aber erst am Schluss vom Video ein bisschen mehr zu. Und des Weiteren werde ich auch sagen, warum Klappmesserwellen vielleicht gar nicht so schlimm sind. Das wird wahrscheinlich den einen oder anderen verwundern. Ich bin gespannt, wie schwer es ist, die Tische da abzuheben, weil das müssen wir auch immer frisch machen, weil das ist alles ein bisschen fest. Die Tische kann man nämlich instellen. Und die goldene Regel bei so Maschinen, wie ich finde, bevor man irgendwas macht, erstmal laufen lassen, um zu gucken, ob irgendwas Musik macht. Also erstmal derzeitige Bestandsaufnahme. Ihr seht, die Kugellager sind dermaßen trocken. Ich glaube, da hat noch nie jemand Fett reingemacht. Also jetzt mal ohne Witz, das ist wirklich trocken. Wir haben eine 40er Hobelbreite. Die ist ungefähr 2,20 Meter lang. Super, super schwer. Wir haben einen Flachriemenantrieb. Schöne Abdeckung. Eigentlich ein ziemlich schnuckeliger Motor, der ist gar nicht so groß, finde ich ganz cool. Und generell, alles ist richtig schön an der Maschine gefertigt. Hier haben wir noch den Anschlag, der ist auch brutal schwer, aber das ist saugut. Jetzt machen wir die Maschine mal an. Also wirklich der größte Nachteil an der Maschine ist wirklich das extrem lange Auslaufen. Wobei das dritte Mal ein Nachteil ist, das ist halt einfach so an der Maschine. Ist halt alt, aber ich glaube, das nervt am meisten, wenn ich in Zukunft hier Videos drehe, dass ich halt immer warten muss, dass die Maschine ausgelaufen ist oder ein bisschen leiser ist. Weil ihr seht, sie läuft immer noch. Ich finde, wenn man so einen Maschinentisch mal wieder abgeschliffen hat, dann erstrahlt er wieder in ganz neuem Glanz. Und jetzt werden wir auch direkt sehen, dass das gar nicht mehr so verkehrt aussieht. Da gibt es immer so ein paar Stellen, die bleiben dann dunkel. Aber das ist dann meistens dort, wo der Rost ein bisschen länger Zeit hatte zu arbeiten. Aber jetzt könnten wir das Ganze schon wieder richtig gut benutzen, wenn wir da ein bisschen Silbergleit drauf machen. Das kommt aber erst ein bisschen später. Ich nutze ganz gerne mal ein bisschen Bremsenreiniger, um diesen ganzen Schleifstaub von der Tischplatte abzunehmen, und jetzt fühlt sich das schon wieder richtig, richtig toll und vor allen Dingen sehr schön massiv an. So, und dann geht Stückchen für Stückchen immer weiter. Ich baue immer erstmal so ein paar Teile ab, damit ich mir immer mal ein Bild von allem machen kann, ob irgendwo ein Mäusenest ist oder irgendwas. Da habe ich schon die verrücktesten Sachen gefunden. Deswegen einmal alles demontieren, um zu überprüfen, wieso der aktuelle Stand auch an den verschiedenen Komponenten der Maschine ist. Hier zum Beispiel waren die Schrauben locker. Das weiß ich jetzt und kann es dann beim nächsten Zusammenbau wieder richtig montieren. Und vor allen Dingen solche Abdeckungen, wenn man die mal ein bisschen sauber macht, dann erstrahlt die ganze Maschine wieder einen neuen Glanz. Ich habe so gar keinen Bock, dass hier dieser Flachring kaputt geht. Deswegen werde ich den gleich erstmal abspannen. Und das kommt als nächsten Schritt. Kann ich den kippe? Achso, ist ja Feder. Der Riemen ist jetzt wahrscheinlich die letzten 40 Jahre genau in der Drehrichtung gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den beim neuen Zusammenbau, dass ich den, wenn ich den andersrum drauf mache, dass der nicht mehr richtig fluchtet, weil der sich vielleicht in der Position so ein bisschen eingefahren hat. Deswegen schaue ich, dass der beim nächsten Zusammenbau auch genau so wieder drauf kommt. Damit es einfach so ist wie vorher. Ich will das Rad nicht neu erfinden. Ich will einfach, dass alles ein bisschen frisch ist, ein bisschen geschmiert ist, nochmal gängig ist und dass vor allen Dingen die Elektronik nochmal überholt ist.
Und bei solchen Sachen hier will ich nicht anfangen, irgendwas zu experimentieren. Deswegen baue ich es einfach nochmal genauso an, wie es auch schon dran war. Schaut euch das mal an, ey. Das hier ist eigentlich nur Staub, aber das ist schon so alt, dass das fest geworden ist. So, jetzt wird es wieder schwer, würde ich mal sagen. So. Alter, was ist denn das? Alter, da geht ja gar nichts. Alter, ich klapp der Beat. Also Hochhebe geht nicht. Aber mit ein bisschen Trick geht man das auch anders lösen. Alter, alter Verwalter. Haha, das war ja einfach. So, schön. Können wir weitermachen. Ey, Karamba. Uiuiuiui. Also, hier gibt es zwei interessante Dinge, wo ich gespannt bin, wie das Ganze abläuft, wenn ich das wieder montiere, also wenn ich wieder alles zusammenbaue. Zunächst mal habt ihr eben schon bestimmt gesehen, dass die auch so Distanzstücker, solche Metallplättchen, vielleicht von einer Cola-Dose, wobei damals waren es wahrscheinlich eher Bierdosen, die haben sie da drunter gelegt, damit wohl das Tracking stimmt, damit halt eben alles plan ist. Hier ist aber die Besonderheit, dass das einfach mal ein Eichenstreifen ist, das ist gar nicht mal so besonders, aber wir sehen hier grüne Farbe. Das macht so deswegen dann den Anschein, dass die Maschine damals ausgerichtet wurde. Die haben das Holz hier unten drunter gepackt und haben die dann erst lackiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die von dem damaligen Besitzer einmal neu lackiert wurde. Kann ich mir nicht vorstellen, deswegen ist das mal so meine Vermutung. Den holen wir jetzt auch irgendwo raus. Ich muss ja sagen, ich bin immer so ein bisschen verwundert, wenn ich YouTube-Videos sehe und Leute demonstrieren irgendwas in der Werkstatt und die haben keine Arbeitskleider an. Jetzt nicht immer die Schuhe, aber so generell normale T-Shirts, das ist ja noch vollkommen okay. Aber mit einer Jeans in einer Werkstatt arbeiten, also das wäre gar nicht meins, weil ich brauche halt auch immer das Werkzeug direkt am Mann. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Habt ihr extra Arbeitskleidung oder habt ihr auch halt also normale Kleidung an in der Werkstatt? Ich habe es früher mal so gemacht, dass ich halt eben einfach die alten T-Shirts für die Werkstatt angezogen habe. Mittlerweile bin ich sowieso nur in der Werkstatt, das heißt, ich habe eigentlich nur Arbeitskleidung. Und genau, aber so mit normalen Kleidern in der Werkstatt würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden. Den heben wir jetzt einmal runter. Alter, ist das so heavy. Ohne Witz, ich glaube, das Teil, das ist so schwer wie das Gestell von der alten Hobel, also von der neueren Hobelmaschine. So, wir werden uns das hier jetzt erstmal einmal anschauen. Das ist nämlich eigentlich ziemlich interessant, wie die das eigentlich, also wie so eine Abrichter aufgebaut ist. Wenn es nicht kombiniert ist, ist es nämlich eigentlich super simpel. Okay, blöd ist es natürlich ein bisschen, wenn man die Kamera nicht einschaltet. Also ich habe gerade den Tisch hochgehoben, haben hier quer drauf gelegt und haben dann halt eben von Hand rumgedreht. Und jetzt werde ich hier oben diese Auflageplättchen sauber machen, denn der Tisch, der kann eine Sache, das kann, ich glaube, das kann eigentlich keine normale Hobelmaschine mehr mittlerweile, und zwar das.
Das ist saugut, wenn man an den Messern was macht, wenn ich unten drunter den Absaugschub bauen tue. Oder. Ist das nicht cool? Also hier kommt der Tisch jetzt drauf und da mache ich immer generell bei allen Stellen, die sich irgendwie bewegen oder wo irgendwo blanker Stahl drauf ist, da reinige ich immer erstmal alles vorher und danach mache ich ein bisschen was von diesem Schmierstoff drauf. Das ist eigentlich ein ganz cooles Zeug, das habe ich in der Vergangenheit schon öfters für solche Fälle benutzt. High Performance vollsynthetisches Kriechöl mit PTFE. Also es ist eine Kette auf der Dose drauf, das heißt, es soll ideal dafür sein. Vor allen Dingen auf den Gleitbahnen. So, ich zeige euch jetzt mal was, was fast schon ein bisschen gruselig ist. Und hiermit will ich so ein kleiner Appell an alle sprechen, die vielleicht auch alte Maschinen haben, die vielleicht noch von ihrem Großvater oder von ihrem Vater sind, die halt die ganze Zeit schon in der Werkstatt stehen und vielleicht 30 Jahre dort stehen. Schaut mal auf die Klemmung des Motors, denn ich zeige euch mal was, was hier halt eben ist. Da ist ein ganz großes Problem. So Leute, das soll es mit dem ersten Teil gewesen sein. Ihr habt gesehen, ich bin auf ein großes Problem gestoßen und das werde ich euch im zweiten Teil ein bisschen näher schildern. Da solltet auch ihr unbedingt mal drauf achten, wenn ihr alte Maschinen habt, denn es geht ums Thema Elektronik und da ist es bei alten Maschinen oft sehr, sehr gefährlich. Da gibt es nämlich was zu beachten. Wenn ihr den zweiten Teil jetzt schon sehen wollt, klickt dann einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da gelangt ihr dann zu WatchBetter und dort könnt ihr euch den zweiten Teil auch jetzt direkt schon ansehen. In dem Video werde ich einige Punkte ansprechen, wie zum Beispiel das Thema Vierkantwelle, was noch schlimmer als das Thema Klappenmesserwelle ist. Wir werden die Maschine natürlich ausgiebig benutzen, das Thema Absaugung ist auch noch ein Thema und dieser Messerschutz, den ihr ja gerade hier schon gesehen habt, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Das gibt's aber alles im zweiten Teil.